Hallo und herzlich willkommen, Melchior Network, mein Name. Schön, dass du eingeschaltet hast zu meiner zweiten Videoserie von meiner 90-Tages-Videoserie natürlich. Und heute möchte ich dir erzählen, warum ein Online-Marketer lesen sollte, um wirklich erfolgreich zu sein. Also ich nehme dieses Video auf, weil ich damals auch sehr faul war und niemals lesen wollte. Ja? Wenn mir jetzt jemand zu mir gesagt hätte, Emanuele, möchtest du ein Buch lesen, war ich sofort dazu abgeneigt. Ich wollte nicht lesen und das war auch der Grund, warum ich auch nicht erfolgreich wurde. Und es kam an einem Tag mein alter Coach, der zu mir meinte, Emanuele, wenn du nicht lesen tust, bist du auch nicht erfolgreich. Da kannst du nicht diesen Mastermind-Wissen von anderen Menschen bekommen, die sehr erfolgreich sind. Ja, und was sollte ich sagen? Er hatte recht. Und schließlich nach einem Jahr lernte ich einen guten Freund, also einen jetzigen guten Freund kennen, der mir dieses Erfolgsjournal von Bodo Schäfer schenkte. Dieses Erfolgsjournal ist ein Hörbuch gewesen. Und dieses Hörbuch habe ich mir dann angehört. Es hat mich so fasziniert, dass ich es so mochte. Dann dachte ich mir, jetzt möchte ich mir die Bücher von Bodo Schäfer und Co. durchlesen. Also ich kann sagen, dass mir diese Bücher sehr weit geholfen haben. Sie haben mein Wissen weiter geprägt. Ich konnte dadurch weitere Menschen für mein Online-Business gewinnen. Und ich konnte sie mit einer einfachen Art für mich gewinnen. Und das war das Wichtige daran. Also ich kann dir nur empfehlen, so viele Bücher wie nur möglich zu lesen. Es gibt sehr viele Bücher von Bodo Schäfer, Hörbücher von Tim Ferriss und so weiter und so fort. Das kannst du dir, natürlich gibt es manche Bücher, die kostenlos sind. Es gibt auch manche Bücher, die kostenpflichtig sind, aber die sind es wert, wenn du auch wirklich etwas in deinem Online-Leben erreichen willst. Man sollte immer auf dem neuesten Stand bleiben. Deswegen sind auch diese Bücher wichtig. Weil wenn du nicht auf dem neuesten Stand bist, ja, weil das Internet ist sehr, sehr schnelllebig. Das Internet bzw. das Business verändert sich tagtäglich und du solltest natürlich auf dem neuesten Stand bleiben. Es ist das gleiche, wie wenn zum Beispiel ein Anwalt, ja, du möchtest Anwalt werden, aber du möchtest nie Bücher lesen. Und die Gesetze ändern sich ja. Es ist ja jetzt nicht tagtäglich, dass sich die Gesetze verändern. Aber die Gesetze können sich auch innerhalb von 6 Monaten bzw. ein Jahr verändern. Und diese können fatal sein. Deswegen ist es wichtig, dass du dir diese Bücher durchliest und somit bist du auf der sicheren Seite und kannst dich jeden Tag weiterentwickeln. So, das war's von meiner Seite aus. Mein zweites Video von meiner 90-Tages-Videoserie. Ja, du hast jetzt was mitbekommen. Versuche so viele Bücher wie möglich zu lesen. Und natürlich sehen wir uns morgen in aller Frische. Ja, da wirst du weitere Informationen von mir bekommen und weiteren Input, Motivation etc. Und ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen. Du kannst gerne ein Like drunter setzen. Ja, du kannst auch gerne meinen YouTube-Kanal abonnieren, um meine Videos nicht verpassen zu können. Ansonsten, ja, sehen wir uns morgen in aller Frische. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Ja, sonnige Grüße, obwohl jetzt heute nicht so sonnig ist hier in Buenos Aires. Aber ansonsten, wir haben denn jeden Tag 30 Grad. Deswegen, ja, ich wünsche euch alles, alles Gute. Bleibt am Ball, bleibt gesund, liebe Leute. Melchior Network, mein Name. www.emanuele-melchior.de. Ansonsten kannst du mich in Skype jederzeit kontaktieren unter lele469. Ansonsten alles Gute von mir. Bis morgen. Ciao, ciao.